Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt es mal wieder ein Seifenvideo für euch und zwar das Ganze in Form eines Wassermeloneneis. Und wie das Ganze geht und was ihr alles dafür braucht, seht ihr jetzt. Für dieses super süße Seifeneis braucht ihr natürlich einmal Seifenbasis. Ich habe hier ganz einfache durchsichtige. Die lässt sich super gut in der Mikrowelle einschmelzen. Dafür habe ich sie hier bereits einmal in ein mikrowellenfestes Kännchen eingefüllt. Dann habe ich hier natürlich Duschcreme, um das Ganze zu färben und natürlich auch für den schönen Geruch. Einmal rot und natürlich auch grün. Das Ganze soll ja wie ein Wassermelonenstückchen aussehen am Ende. Hier habe ich natürlich ein Eisförmchen, das ist ausrangiert worden bei uns, deswegen mache ich jetzt darin Seife. Und ich habe hier statt einem Holzstiel einfach einen Strohhalm als Stiel am Ende. Das Gute ist, dass der Strohhalm natürlich, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, nicht so lange nass bleibt. Der trocknet einfach schneller und wird dann auch nicht irgendwie gammelig oder so. Und ja, als erstes schmelze ich jetzt einmal hier meine Seife ein. Die Seife ist jetzt eingeschmolzen und ich gebe jetzt das Himbeerduschgel dazu. Gut einrühren. Und dann natürlich ab damit in die Form. So, ich lasse es schon mal ein bisschen anhärten, so 1 bis 2 Minuten. Und dann gebe ich bereits einmal den Strohhalm da hinein. Ich halte den Strohhalm dabei so lange fest, bis er die Position selbstständig hält. So wie jetzt bei mir. Für die zweite Schicht benutze ich dann ein kleines Stückchen Milchseifenbasis. Die funktioniert genauso und kommt auch kurz in die Mikrowelle. Aber vorher lasse ich natürlich die erste Schicht gut aushärten. Beim Gießen der zweiten Schicht habe ich jetzt hier leider auch den Stiel erwischt, aber den kratze ich schlussendlich einfach sauber am Ende. Für meine dritte und letzte Schicht benutze ich dann wieder die klare Seifenbasis und das grüne Duschgel. Zur flüssigen Seife gebe ich wieder die Duschcreme dazu. Wieder gut einrühren und dann auf die beiden getrockneten Schichten. Und anschließend lasse ich mein ganzes Eis dann noch für einige Stunden komplett aushärten. Nachdem das Eis wirklich gut ausgehärtet ist, habe ich es aus der Form herausgenommen und so cool sieht es jetzt aus. Wirklich richtig schön rosa hier oben und dann hier der weiße Teil und hier unten grün. Hier mit dem wasserfesten Stab aus dem Strohhalm. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt. Alles unten natürlich in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!